und mit einer mit einem Diktum der Alternativlosigkeit. Ja, das Gegenteil von Dringlichkeit ist Abwägung, Aushandlung, und das sind meines Erachtens auch die Maximen und Dinge, die unsere modernen Gesellschaften ausmachen, die auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Wissenschaftlichkeit beruhen. Deshalb ist Dringlichkeit ein schlechter Ratgeber. Nun genug mit diesen allgemeinen Vorbemerkungen. Ich gehe jetzt ganz kurz durch die drei Kernthemen, die für die digitale Gesellschaft auch, aber nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig sind. Beginnen wir mit dem Datenschutz. Das, was ich im Folgenden sage, bezieht sich, glaube ich, ganz offensichtlich auf die Debatte um Corona-Apps. Ja, die Idee dahinter habt ihr bestimmt in den letzten Wochen mitbekommen, ist, dass durch das Tracking, durch das Identifizieren von Menschen über ihre Smartphones soll es möglich sein, Kontaktwege nachzuvollziehen und Infizierte zu identifizieren bzw. Infektionsketten zu durchbrechen. Ich will an dieser Stelle gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht nötig. Das haben andere schon viel besser gemacht. Ich will hier auf einen viel grundsätzlicheren Punkt hinweisen. Und zwar, ich glaube, egal wo man in dieser Debatte steht um Corona-Apps, müssen wir uns alle darauf einigen, dass wir nicht nehmen oder außerhalb des Gesetzes stehen. Ja? Und die Rechtsstaatlichkeit, hier verwirklicht im Datenschutzrecht, gebietet es und schreibt es vor, dass in jedem Fall eine nachvollziehbare und vollständige Datenschutzprüfung erfolgen muss. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass zunächst einmal eine Rechtsgrundlage vorliegen muss. Ja, eine Rechtsgrundlage für so eine staatlich betriebene Smartphone-Tracking- bzw. Tracing-App kann nicht die Einwilligung sein. Warum ist das so? Einmal steht das in Erwägungsgrund auch ganz schön drin, in Erwägungsgrund 43 der Datenschutzgrundverordnung. Dort heißt es, dass die Freiwilligkeit einer Einwilligung dann nicht anzunehmen ist, wenn ich gegenüber einer staatlichen Stelle diese Einwilligung erteile. Der Betreiber einer staatlichen Smartphone-App wäre so eine Stelle. Und auch faktisch können wir davon ausgehen, dass hier eine Freiwilligkeit im Sinne einer freiwilligen Einwilligung nicht gegeben wäre. Denn wir sehen ganz stark, dass oder merken an der Debatte um diese Smartphone-Apps, dass es ganz sicher einen faktischen Zwang gibt, mindestens eine große Erwartungshaltung, dass doch große Teile der Bevölkerung bitte so eine App benutzen sollen. Die nächste Frage, die man sich im Sinne einer Grundrechtsprüfung stellen muss, ist denn so eine Smartphone-App überhaupt geeignet und erforderlich, um die Pandemie einzudämmen? Und das ist eine Frage, die ist im Übrigen nicht von Datenschutzrechtlern, auch nicht von Hackern, sondern wahrscheinlich von Medizinern zu beantworten. Und nachdem wir uns diese Frage gestellt haben, dann können wir an den Punkt kommen, über den gerade viel diskutiert wird, nämlich den Punkt der Verhältnismäßigkeit. Was sind die Grundrechtsrisiken, die mit dem Einsatz einer solchen Smartphone-App verbunden wären, und lassen sich diese Risiken überhaupt wirksam beherrschen? Oder gibt es Risiken, die wir mit technischen, organisatorischen und auch rechtlichen Maßnahmen gar nicht ausschließen können? Und ich habe dieses alle Risiken hier ganz bewusst in Caps Lock geschrieben, weil es geht hier nicht nur um Datenschutz, Privatsphäre, es geht hier nicht nur um den State of the Art von Privacy by Design und Anonymisierungstechnologien. Die Datenschutzgrundverordnung verlangt ganz ausdrücklich, dass alle Grundrechte in der Abwägung bedacht werden müssen. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, was bedeutet
was bedeutet der Einsatz einer solchen App für das soziale Gefüge? Wird eine solche App zur de facto Eintrittskarte in das öffentliche Leben? Wenn ich also mein Haus verlassen will, an Veranstaltungen teilnehmen will, muss ich erst mein Handy zeigen und zeigen, dass ich dort einen annehmbaren Scorewert habe? Das sind alles Fragen, die man sich auch im Zuge einer Datenschutzrechtsprüfung stellen muss. Ja, die Datenschutzdebatte darf nicht an der Stelle aufhören. Wie machen wir das am datensparsamsten, am dezentralsten und am anonymisiertesten? Ja, es geht auch darum, andere Grundrechtsrisiken den ganzen Prozess zu betrachten. Und erst, wenn sich der Betreiber dieser App wäre zum Beispiel das Robert-Koch-Institut als verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts all diese Fragen gestellt hat, Rechtsgrundlage geeignet, erforderlich, Risikoprüfung, Verhältnismäßigkeit, dann und erst dann kann diese Stelle die Entscheidung treffen, diese App einzusetzen oder auch nicht einzusetzen. Denn es spricht meines Erachtens auch einiges dafür, dass man zu dem Schluss kommt, dass diese Grundrechtsprüfung negativ ausfällt. Und schließlich, das ist auch etwas, was das Gesetz gebietet, muss diese Form der Abwägung in Form einer sogenannten Datenschutzfolgenabschätzung vorgehalten werden. Und ich bin der Meinung, dass wir als Zivilgesellschaft fordern sollten, dass eine solche Datenschutzfolgenabschätzung in diesem Fall auch veröffentlicht werden sollte. Und es gibt berechtigte Kritik an solchen Datenschutzfolgenabschätzungen, nämlich dass sie nur Checklisten sind, die gerade eine staatliche Stelle mal ganz fix schreiben kann und abhaken kann. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch zwei gute Argumente dafür, eine solche Datenschutzfolgenabschätzung zu fordern und auch zu veröffentlichen. Das erste Argument ist ganz schlicht und ergreifend rechtsstaatliche Verfahrensweise. Ja, es ist geboten, nicht nur das Ergebnis zu präsentieren, sondern auch das Verfahren auf dem Weg dahin. Und das geht nur, wenn ich das aufschreibe. Und auch nur, wenn die Datenschutzprüfung veröffentlicht und dokumentiert vorliegt, kann sie von der Zivilgesellschaft, von Bürgerinnen und Bürgern überhaupt kritisiert werden, diskutiert werden. Erst dann können wir fragen, wurden hier überhaupt alle Risiken bedacht oder ging es hier in der Debatte zum Beispiel nur um die schickste Anonymisierungstechnologie, nicht aber um die sozialen Folgen oder die Freiwilligkeitsfrage oder die Frage der Rechtsgrundlage. Deshalb glaube ich, dass wir als Zivilgesellschaft nicht nur auf die Offenlegung des Codes, sondern auch auf die Offenlegung der Datenschutzprüfung beharren sollten. So, ich mache weiter mit dem nächsten Kernthema, was die DigiGas beschäftigt. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Und zwar, ich will es gar nicht so groß machen, weil glücklicherweise in Deutschland die Debatte auch gar nicht so hochgekocht ist. Ich erwähne es trotzdem. Auch in Deutschland gab es den Vorstoß, sogenannte Falschnachrichten zur Verbreitung der Pandemie unter Strafe zu stellen. Ja, das ist glücklicherweise relativ schnell veräppt. Wäre, nur um es fürs Protokoll nochmal zu sagen, auch eine sehr schlechte Idee. Die bessere Lösung ist natürlich die Stärkung von Medienkompetenz. Was kann das konkret heißen oder woran merken wir das gerade im Alltag? Ein Punkt, wo es mir ganz stark auffällt und was ich auch in der journalistischen Diskussion derzeit verfolge bzw. vermisse, ist zum einen ein mündiger Umgang mit Zahlen und Daten, ja, sowohl auf Seite der Journalistinnen und Journalisten als auch auf der Seite der Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten. Ja, ich glaube, wir müssen lernen, dass wir diese Corona-Zahlen nicht einfach wie so ein Medaillenspiegel bei der Fußball-WM vergleichen können. Der zweite Punkt, wo wir an unser aller Medienkompetenz arbeiten können, betrifft die Wertung und Auswahl von Expertise. Ja? Wer ist dieser Experte, Epidemiologe, Virologe, den ich da gerade höre? Warum wurde er ausgewählt? Was zeichnet seine Expertise überhaupt aus? Das sind Punkte, die man ganz konkret in der Medienkompetenzvermittlung, in Schule und Ausbildung angehen können.
Der zweite Punkt auf meiner Folie, der mir allerdings viel wichtiger ist, ist, dass derzeit ganz viele andere Gesetzgebungsprozesse mit massiven Gefahren für die Meinungsfreiheit einfach weiterlaufen. Ja, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach der Gang der Dinge. Ja, sowohl die Novellen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes als auch die Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie, als auch die Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte. Diese drei Gesetze befinden sich gerade in einer kritischen Phase und wurden nun einmal vor Corona eingebracht. Und gut, wir sind gerade abgelenkt, aber natürlich geht es in den politischen Institutionen weiter und natürlich werden diese Gesetze weiter verhandelt, auch wenn wir gerade keine Zeit haben, dorthin zu gucken. Und ich kann unmöglich jetzt diese Gesetze durchreferieren zur Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie mit dem umstrittenen Artikel 17, den Upload-Filtern. Wird Volker Krasmolk nach mir noch was sagen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ist ganz kurz zu sagen, dass es da Anfang des Jahres gleich zwei Novellen gab unter dem Eindruck der Anschläge von Halle. Unter anderem eine Novelle sieht unter anderem auch die gefährliche Pflicht zur Passwortherausgabe vor. Und extrem unter dem Radar läuft im Moment noch die sogenannte TEREC-Verordnung. Das ist eine EU-Verordnung, die Verbreitung terroristischer Inhalte verhindern soll. Und auch hier sind unter anderem Upload-Filter vorgesehen. Diese Verordnung befindet sich gerade im sogenannten Trilogverfahren, das heißt in der Abstimmung zwischen den EU-Institutionen, ist also gerade dabei, fertig verhandelt zu werden. Es ist wichtig bei allen Ressourcen, die Corona frisst, dass wir da als Zivilgesellschaft, als Bürgerinnen und Bürger alle hinschauen. Wir versuchen das als digitale Gesellschaft, haben erst letzte Woche zusammen mit anderen Zivilgesellschaftsorganisationen einen offenen Brief zur TEREC-Verordnung veröffentlicht. Volker Krasmolk ist an Artikel 17 dran und wir versuchen am NetzDG dran zu bleiben. Zu diesen Themen könnt ihr euch auch auf unserer Homepage informieren. Und schließlich beende ich meinen kleinen Durchritt durch die Corona-Themen mit dem Punkt digitale Infrastrukturen. Wir alle merken gerade, einige haben es bestimmt schon vorher gemerkt, aber ich glaube, einigen scheint es erst jetzt richtig klar zu sein, wie abhängig wir von Technologien, aber auch Daten und Informationsströmen sind. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass insbesondere die Technologien, die wir benutzen, nicht staatlichen oder kommerziellen Interessen folgen. Ja, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass viele Schulen derzeit ein großes Problem haben, überhaupt Kommunikationsmittel, zum Beispiel Videochat-Plattformen zu finden, die tragbare, nämlich rechtskonforme Geschäftsmodelle verfolgen. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass unabhängige und offene Technologie, aber auch Daten und Wissen gefördert werden. Ja? Gerade jetzt ist es wichtig, offene Daten zur öffentlichen Gesundheit zu haben. Gerade jetzt ist die Arbeit an der Wikipedia wichtig, weil wir uns genau dort über die Pandemie informieren. Und um es kurz zu machen, genau aus diesem Grund haben wir zusammen mit anderen Organisationen den Aufruf Digitale Zivilgesellschaft stärken informiert. Den könnt ihr hier unter digitalezivilgesellschaft.org nachlesen und auch nochmal mitzeichnen. Der Text ist ganz interessant geschrieben, teilweise sind es recht abstrakte Forderungen, teilweise wird es aber auch sehr konkret. Unter anderem werden dort zum Beispiel ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie digitale Souveränität, also Unabhängigkeit von den Technologien großer Technikkonzerne gestärkt werden könnten, zum Beispiel durch die Gründung einer staatlichen Technologiestiftung oder auch indem die öffentliche Hand selber ihre Beschaffungspolitik ändert. Ja? Also kleine Hausaufgabe, geht auf digitalezivilgesellschaft.org, schaut euch das mal an. Das wär's von meiner Seite, wenn es
ja, wenn es Fragen gibt, kläre ich die jetzt wahrscheinlich mit Paula. Und ansonsten weitere Informationen, Kontakt, Spenden wie immer auf digitalegesellschaft.de. Dankeschön, Benjamin. Es gab tatsächlich eine Frage, und zwar: Wie transparent sind die Vorgänge des Robert-Koch-Instituts? Wie transparent sind die Vorgänge des Robert-Koch-Instituts, ist die Frage. Das kann ich natürlich nicht bewerten. Mich interessieren ja auch nicht alle Vorgänge des Robert-Koch-Instituts, sondern die Datenschutzprozesse. Und die müssen... Es gibt jetzt keine, nicht, dass das falsch ankommt. Es steht nirgendwo in der Datenschutzgrundverordnung, dass Datenschutzprüfungen offengelegt werden müssen. Gleichwohl verbietet es die Datenschutzgrundverordnung nicht, und es gibt eine Empfehlung auch von Datenschutzaufsichtsbehörden, Datenschutzfolgenabschätzungen zu veröffentlichen. Zudem ist es so, dass das Robert-Koch-Institut eine öffentliche Behörde ist, deshalb meines Erachtens unter das Informationsfreiheitsgesetz fällt und deshalb verpflichtet ist, auf Anfrage Auskunft zu geben. Ich glaube, so viel kann man sagen, und wir sollten es einfach mal probieren. Zum Beispiel haben die heute doch, glaube ich, auch eine andere Corona-App veröffentlicht. Einfach mal anfragen, na, wie sieht es denn aus? Wo ist dann eure Datenschutzprüfung und insbesondere, wo ist dann eure Datenschutzfolgeabschätzung gemäß Artikel 35 DSGVO? Dankeschön. Ja, alles klar. Dann danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß noch.